Fast 1000 Trachtler und Pilger aus dem Erzbistum München und Freising waren am vergangenen Wochenende in Castel Gandolfo. Sie haben Papst Benedikt dem 16. noch nachträglich zu seinem 85. Geburtstag gratuliert. Mit einem Salut der Gebirgsschützenkompanie Tegernsee begann der Ehrenabend für den Heiligen Vater im Innenhof seiner Sommerresidenz. Hochleg an! Die Idee zu diesem besonderen Geburtstagsgeschenk hatte der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx. Es kommt auf die menschlichen Beziehungen an, es kommt auf die Freundschaft an. Und das wollen wir heute miteinander praktizieren und Ihnen heimatliche Grüße bringen. Gottes Segen für alle Jahre, die Ihnen der Herr noch schenken will, Heiliger Vater. Bei dem rund einstündigen Ehrenabend unter freiem Himmel traten Gruppen aus den verschiedenen Regionen der Erzdiözese auf. Unter anderem die Schuhplattler der Gaugruppe des Chiemgau-Alpenverbandes und der Trachtenverein Hinterskirchen mit einem Erntetanz. Sichtlich bewegt verfolgte Benedikt zusammen mit seinem Bruder Georg die Darbietungen und bedankte sich bei allen Mitwirkenden. Natürlich muss man sagen, Gott hat es uns in Bayern leicht gemacht. Er hat uns eine so schöne Welt geschenkt, ein so schönes Land, sodass es auch die Kultur der Menschen durch ihren Glauben, ihre Freude, ihr Singen, ihre Musik, ihre Kunst so schön geworden ist, wie der Schöpfer allein es nicht machen konnte, sondern nur mit Hilfe der Menschen machen wollte. Vergelt's Gott, bringt Freude nach Hause zurück, wie er sie hierher gebracht hat. Vergelt's Gott. Ein unvergessliches Erlebnis für alle, die in Castel Gandolfo dabei waren.